Hallo, bei mir heute wieder ein bisschen Chaos. Und zwar wollte ich heute eigentlich mal wegen einer neuen Brille schauen, weil bei meiner alten Brille die Gläser total, ja, die Beschichtung löst sich total ab. Und jetzt dachte ich, schaue ich mal. Bin schon losgefahren, ich wusste, es wird knapp, dann saß ich im Auto, schaue so auf die Uhr und denke, nee, das klappt ja gar nicht bis zum Tierarzt. Ich muss ja Lotte noch den Ohrreiniger ins Ohr machen, den einmassieren, der muss einwirken. Alleine bis ich beim Optiker bin, muss ich eigentlich schon wieder los und dann muss man ja auch, also ich muss es ja ausmessen lassen, weil sich bestimmt auch was an meiner Stärke geändert hat und bis man dann geschaut hat, keine Chance. Ja, auf jeden Fall hätte ich das nicht geschafft und dann bin ich wieder heim. Und jetzt habe ich gedacht, fahre ich kurz einkaufen. Ich bin wieder daheim. Jetzt muss ich mal schauen. Also ich zeige euch ganz kurz den Einkauf. Er ist noch nicht vollständig. Echt schlimm im Moment. So viel ist ausverkauft. Also ich habe einmal eine Pizza mitgenommen. Und zwar einmal die ofenfrische Margarita mit Gouda. Eigentlich mag ich die gar nicht. Also ich mag den Teig eigentlich nicht so. Aber nachdem mir von meiner Restaurante, meiner Vegetale, meiner eigentlichen Lieblingspizza der Belag runtergefallen ist, dachte ich, also irgendwie, das sieht nicht gut aus. Und die letzten Male hat die mir auch nicht mehr so geschmeckt. Irgendwie, glaube ich, haben die was an der Rezeptur geändert. Ich gebe jetzt der mal eine Chance, die sieht lecker aus. Mit schön viel Käse. Dann habe ich Pancakes mitgenommen und zwei Gläser von dem Apfelmus. Das war nämlich diese Woche im Angebot und dann kann ich mir die Pancakes dazu machen und auch noch die großen Gläser. Ich lieb's. Dann einmal Spätzle und einmal, das sah total lecker aus, das war auch im Angebot, kenne ich noch nicht, und zwar sind das Brusschen, ein kleiner Alpengruß, karamellisiertes blättriges Gebäck nach Schweizer Art. Sieht aus wie so kleine Schweineöhrchen, und es ist eben nochmal karamellisiert. Und ich glaube, Schweiz hat eh ganz besonders gute Schokolade und Gebäck und so. Und zweimal Frischkäse. Den zahnigen mag ich ganz gerne. Bunnymobil ist wieder am Start. Es war jetzt leider keine Zeit mehr, was zu essen. Deswegen habe ich schon wieder großen Hunger. Und jetzt kommt auch die Hitze. Heute früh war es noch angenehm. Es soll doch angeblich schon der längste Tag des Jahres gewesen sein, am Sommeranfang. Und ich schaue ja immer auf die Wetter-App im Sommer, immer, wirklich immer, um zu sehen, wann es besser wird. Auf jeden Fall, ich bilde mir ein, gestern war Sonnenuntergang 21.26 Uhr, heute Sonnenuntergang 21.27 Uhr, was ja bedeuten würde, die Tage sind doch noch länger. Also ich werde das mal beobachten und werde euch dann Bescheid geben. Ich meine nämlich auch, das wäre erst im Juli gewesen, aber keine Ahnung. Also ich schau mal, vielleicht wisst ihr ja, wann der längste Tag dieses Jahr ist und ob wir es schon geschafft haben oder noch nicht. Aber wenn die jetzt jeden Tag eine Minute später untergeht, wird es auf jeden Fall länger. Bruno hat sich heute ganz besonders geschmückt. Soll das so sein, Bruno? Oh, er sagt euch Hallo! Das ist eine, und nochmal, das ist eine besondere Ehre, von Bruno begrüßt zu werden. Bruno versucht sich am Dill mit seinem Gesichtsschmuck. Ach, und da unten ist er jetzt auch geschmückt. Schau mal. Bruno versinkt im Essen. Bruno sitzt nicht nur in einem Teller, sondern er sitzt in zwei Tellern. Hier wird gekuschelt und gemuschelt. Lotte ist ganz liebesbedürftig und Emmy kümmert sich um ihre Lotte. Jo, das ist so lieb. So, es gibt Abendessen endlich. Als Vorspeise zwei Nektarinen und eine Heidelbeere. Guten Appetit!
Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. Me and you. Bis morgen, tschüss.